Augusta Beutin. Ja, Brillenträger. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in 2020 hatten wir bis jetzt mehr als 50% Ökostrom im gesamten deutschen Stromnetz. Erinnern Sie sich daran, an die Zeit, als die deutschen Energiekonzerne großformatige Anzeigen in den 1990er Jahren geschaltet haben, wo sie gesagt haben, 4% Ökostrom und in Deutschland gehen die Lichter aus und die deutsche Wirtschaft bricht zusammen. Heute wissen wir, das war pure Propaganda, denn die Energiekonzerne wollten ihre Profite retten. Die Geschichte der Energiewende ist in Deutschland. Die Geschichte der Erneuerbaren ist eine Erfolgsgeschichte, und das ist gut so. Doch wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, müssen wir die Erneuerbaren viel schneller als bisher ausbauen. Dafür brauchen wir nicht nur die Solarenergie und die Windkraft an Land. Nein, wir brauchen auch die Windkraft in Nord- und Ostsee. Deshalb begrüßen wir als Linke ausdrücklich, dass die Bundesregierung ihre Ausbauziele für Windkraft auf See für 2030 und 2040 deutlich erhöht. Aber wir sagen auch, die Offshore-Windenergie leistet einen wichtigen Beitrag für die Versorgungssicherheit bei uns in Deutschland, denn sie weht auch dann auf dem Meer der Wind, wenn wir am Land vielleicht längst Flaute haben. Deswegen ist es so wichtig. Auf der anderen Seite haben wir in Nord- und Ostsee große Nutzungskonflikte, beispielsweise mit dem Schiffsverkehr, der Fischerei oder auch dem Militär. Und Meeresschützerinnen sagen uns bereits jetzt, dass die Nord- und die Ostsee bereits deutlich überlastet sind. Deshalb sagen wir als Linke, wir brauchen auch eine Antwort auf diese Naturschutzaspekte. Wir müssen Nord- und Ostsee auch für die kommenden Generationen erhalten. Und deswegen sagen wir ganz klar als Linke, wir wollen zum einen den Schiffsverkehr in diesen Regionen reduzieren, und wir sagen auch, wir müssen selbstverständlich eine Reduzierung des Militärs in diesen Regionen haben, denn wir müssen uns vorstellen, das Militär ist einer der größten Klimazerstörer. Deshalb ist es gut, wenn wir in Nord- und Ostsee das reduzieren. Wir sagen aber auch, der Netzanschluss und der Ausbau, der für die Wind-Offshore notwendig ist, wird von der Allgemeinheit finanziert, auch über die Strompreise. Die Netze sind in der Hand von 4 großen Netzbetreibern in Deutschland. Diese Netzbetreiber sind private Monopole, und sie haben garantierte Gewinne. Das ist eine Folge des Privatisierungswahns in den 1990er Jahren, und das war ein fataler Irrweg. Deshalb sagen wir als Linke, folgen wir doch einfach dem Beispiel Dänemarks. Dänemark macht es klüger und liegt übrigens bei der Energiewende mittlerweile weit vor Deutschland. In Dänemark sind die Netze zu 100% in der Hand des Staates. Also verstaatlichen wir die Stromnetze, verstaatlichen wir die Stromnetzbetreiber für die Energiewende der vielen, demokratisch und gerecht, und keine Energiewende der Konzerne. Vielen Dank. Vielen Dank, Lorenz Göster Beutin. Moment. Ja, Zeit. Na, ihr mir die Brille runterfällt. Ja, nee, alles so, kein Problem. Kenn ich. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90. Die